Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 auf der nordfriesischen Marsch. Vierfach-Map. Version 1.4 ohne Gräben. Wir sind am Ernten, am Rübenernten. Wir sind am... Was ernten wir denn noch? Was ernten wir denn noch? Gar nichts. Wir sind am Ballenfressen. Wie die Weltmeister und am Ballen abfahren. Und ich muss jetzt hier erstmal eben einen neuen Kurs. Zeichnen. Jetzt muss ich mal eben gucken. Ja, der Case Puma hat wieder. Können, dass ich dafür mal einen Kurs hatte, aber den habe ich vielleicht wieder. Na gut. Kümmern wir uns erstmal um den Big M, um den Base. Ja, boah, voll ätzend, ey. Ja, voll auf den Keks. So, und hier fahren wir eben einen neuen Kurs ein. Wenn da der mit Zuckerrüben. Nö, ist noch gar nicht. Verwendet. Kursaufzeichnung beginnen. So. Dann erstmal ein paar Meter geradeaus. Wie das hier auch wirklich funktioniert. Dann wenden wir scharf. Jetzt fahren wir gleich entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Weil nämlich nur in die Richtung wohl das automatische Abladen funktioniert. Ja, ich weiß, dass ich hier eigentlich nicht rein darf. Aber andersrum hatte ich einen Kurs, den hat er nicht erkannt. Daher hier rum. Dass ich hier nicht gegen die Laternen und so fahre. Das ist lustig, ne? Mal wiegen lassen, auch wenn das jetzt Beschiss ist. Einmal durch. Drehe mal zu. Wenn hier wieder ein Feldweg kommt. E07. Fabrik. So, er kann ja jetzt hier ja, das ist doch schön, den soll er doch machen. Fahre hinter Drescher. Gucken wir mal. Och ne.
Boah, du gehst mir auf den. Nee, das passt natürlich. Hilf mir. Escher sagt, ich soll anhalten. Auch schön, die Einblendung. Oh. Ey, ihr gebt mir alle auf den Keks. Alle, allesamt, wie ihr da seid. Alle meine Ultima-Fahrer. Aber sowas von. Geht mir alle so tierisch auf die Senkel. Du auch. So, wenn das da liegt, ist die Sache auch nicht besser. Ich hatte übrigens wieder massive Probleme mit dem Safe-Game-Start. Wegen der Ultima. Die hat mir wieder meinen Start versaut. Ich hätte die eigentlich rausnehmen müssen aus dem Safe-Game. Habe ich aber nicht. Ich habe das Safe-Game editiert. Habe da einen Trick gefunden. Ich werde da, denke ich mal, demnächst ein kleines Video mal zu machen. Ja, eigentlich da hinten runter. Ja, nee, ich kann da eigentlich mal ein Video zu machen. Tipps und Tricks Video. Mal gucken, wann es wieder passiert. Ich muss gucken, ich habe verschiedene Sachen geändert und bei einer Einstellung, die ich geändert habe, funktionierte es dann wieder. Wenn ich genau das Problem habe, wenn ich dann nur mal diese Einstellung ändern, wenn es das war, dann ja, ist alles schön. Kann ich euch das zeigen. Dann braucht man die nicht immer rausschmeißen. Weil vielleicht gibt es da ja auch schon einen Fix für, ich weiß das nicht, aber... Ich glaube, ich weiß auch, wie man das umgehen kann, dass dieses Problem auftritt. Ich glaube, das ist jetzt eine reine Vermutung. Ich glaube, man darf einfach keine laufen, bei, also während einer laufenden Ultima, wenn die einfach irgendwie mit einem Cosplay-Helfer fährt oder so, darf man nicht einfach sagen, ich speichere das Spiel und verlasse es dann. Boah, der Case. Oh, die letzte Reihe Ballen hat angefangen. Dann machen wir uns, kümmern wir uns mal um den da. Das Feld ist doch eh fertig, oder? Thank you.
Ja, vielleicht der nächste. Kannst auch nichts alleine, ne? Ace Puma hat die Aufgabe erledigt. Ja, mit Bravour, würde ich sagen. Ups. Das wollte ich. Ja, schön. So. Wunderbar. Ganz toll hast du das gemacht. Ganz toll, ganz großartig. Habe ich noch nie schöner gesehen. Deshalb müssen wir es gleich auf Feld 33 weitermachen. Ja, wundert euch nicht über die Anzeige hier rechts im HUD, dass da nur 31 Ballen stehen. Das sind natürlich viel mehr, die ich mit der schon gemacht habe. Aber, tja. Wie ich schon sagte, sowas im Safe Game zurücksetzen. Vehicles XML. Dann funktioniert es wieder. Mehrfach gehabt und es ist echt nervig. Wäre auch schön, wenn das gar nicht auftritt. Ich will das mal beobachten. Ich werde heute dann irgendwann mal mein Safe Game. Der Xerion sollte aufgetankt werden, ja. Wollte er. Stimmt. Wäre jetzt eigentlich kein Mist. Wobei, da oben ist ja gleich die Tankstelle. Dann tanke ich den an der Tankstelle auf. Das ist ja kein Problem. Hin mit den ganzen Ballen, bitteschön. Geht doch auf keine Kuhhaut, oder? Gucken, wie oft der sich jetzt da unten los, festfährt. Kommen wir mal. Das hier auch schon aufnehmen, was hier liegt. Passe. Erstmal einen Ballen auf die Straße legen. Es geht. Wie kommst du denn da hin, bitteschön? Da denn bitteschön? Naja. Hängt sich selber wieder. Dafür können wir jetzt mal eben beobachten, ob das denn funktioniert. Und selbst abtanken.
zu wenden? Oder bist du halt zu doof? Bist du jetzt wieder im Kreis? Naja. Könnte er ja jetzt wohl hinkriegen. Gucken wir mal, ob das funktioniert mit dem Laden. Er ist gleich schon wieder voll. Bei meinem anderen Abfahrkurs immer das Problem, dass er immer gegen eine Laterne gefahren ist und so. Das war alles nicht. Und jetzt ist. Jawohl, das ist doch schön. Etwas so Ballen holen, Therion tanken. Mann, Mann, Mann. Müssen wir noch ein neues Ballenlager kaufen. Wohin nur mit dem Ganzen hier? Vorgewände wegholen. Und dann kann der Xerion auch nicht mehr sich festfahren. Fährt er denn noch? So, ich versuche jetzt erstmal die Vorgewände wegzuholen, die hier so dicht dran liegen. Ja, noch nicht wahr. Einfach um. Ihm hier ein bisschen Platz zu verschaffen. Dass ich hier nicht wieder vielleicht festkriege. Klar, das Axion hat durchdrehende Reifen. War ja klar. Kriege ich hier auch noch weg. Den machen wir mal eben voll und dann kümmern wir uns um den Klaas. Also um den
das kann doch nicht wahr sein, ne? Wieso fährst du denn überhaupt leer dahin? Wieso fährst du leer dahin? Hä? Wenn du schon leer dahin fährst, was soll der Scheiß? Also ganz ehrlich, will mir nicht im Schädel. Was willst du da? Echt? Was willst du da? Wenden oder was? Jetzt hier wieder. Ein bisschen was. Lara, hey! Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein Cosplay Chaos CC, CPC oder wie auch immer man das abkürzen möchte. Ja. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like, hinterlasst mir einen Kommentar, abonniert mich. Freuen und noch mehr freuen würde es mich allerdings, wenn ihr morgen Donnerstag müsst ihr eigentlich hinkommen, oder? Ja, ich habe eine relativ lange Aufnahmesession, weil ich sehr viel zu tun habe und dann gar nicht zum Spielen komme. Also wenn ihr morgen wieder einschaltet, würde mich das tierisch freuen. Und in diesem Sinne, sag ich dann mal ciao.